Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Far Cry 6. Ich hoffe doch, dass es diesmal heute besser läuft. Ja, ne, beim letzten Mal war ja, gestern eher gesagt, das war das letzte Mal und da war ja nicht ganz so viel Ruhe im Programm, ne? Deswegen hoffe ich, dass das heute eventuell mit weniger Störungen läuft. Dass ich zumindest so ein paar Parts aufnehmen kann. Ne? Wäre schon cool. Wäre schon nice. Ich habe noch Besuch, also keinen menschlichen, sondern Hundebesuch. Ne, der Spanky ist hier. Aus diversen Gründen. Ne, jetzt habe ich auch endlich mal einen Corona-Fall in der Familie. Huhu. Ja. Ne, und da mein Vater dann nicht mit dem Hund raus darf, weil Quarantäne, meine Schwester nicht in der Lage ist, mit dem Hund rauszugehen, und meine Mutter hier in Hannover ist und auf die Trixie aufpasst, auf die Schäferhündin, ist er kurzerhand zu mir gekommen. Ist ja nicht schlimm. Ist ja auch nicht wild, ne? Der ist leicht zu handeln. Ne? Außer, dass er so langsam so ein bisschen dement wird und dann halt öfter mal raus muss oder denkt, ne? Oder wenn man ihm rausgeht, nicht weiß, was er machen soll, ist er doch recht pflegeleicht. Er frisst, er trinkt, er macht, fertig. Ne? Und das ist doch das, was zählt. Außerdem passt ja meine Mutter auf meine Kaninchen auf, also. Das ist die Säurefabrik, von der wir gehört haben. Was? Klappe. Sorry. Ja, mach das mal. Aha. Oh. Das lief ja gut. Ist das? Wo ist das? Wie ist das? Ich muss mir mal kurz. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Nur weil ich auf diesen Mongo geschossen habe. Okay. Alles gut. Hab ich schon gesehen. Bleib da! Ja, komm. Psst. Ach nö. Okay, gut. Da oben war einer. Ich hasse das, wenn das passiert. Ach. Hat sich ausgedünst. Was? Ich war gerade ein bisschen. Hä? Okay, warte mal. Das war jetzt ein bisschen. Hä? Ich brauche hier mal eine andere Waffe. So, Raketenwerfer, Granat, Granat, Raketen. Ich nehme mal den hier, ne? Ja, ich weiß. Achso, der Alarm ist auch beendet. Ich muss mal kurz gucken, von wo aus die schießen. Nein,
Bleib Information, ich weiß ja. Ist in Ordnung. Von hier kann ich nichts sehen. Okay, warte mal, da vorne sind ein paar Scharfschützen. Von hier kann ich nichts sehen. Das war der eine. Alter! Bisschen drunter schießen. Dann, wo haben wir noch welche? Da wirft gerade einer. Du gehst zu mir, ne? Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Okay, warte, hier war irgendwo noch ein Typ. Vorsicht, aus dem Süden sind noch mehr Truppen im Anmarsch, Dani. Ach, wirklich? Bist du sicher? Ja. Du siehst mich also, von wo? Da sind noch welche. Ja, ich sehe, ich guck das gerade das erste Mal auf die Karte. Ich habe die ganze Zeit nicht auf die Karte geguckt. Wartet er also da nicht drin sicher? Oh, das tut mir aber leid. Wofür ist der? Ja. Was meinst du, was ich gerade mache? Ach. Kannst du mal bitte... Ja. Ist auch in Ordnung. Warte, da oben ist noch einer. Oder mehrere. Einer. Gut, ich dachte, ich hätte noch irgendwie so einen roten Punkt gesehen, aber der zählte wohl nicht. Ist auch in Ordnung. Das ist auch vollkommen in Ordnung, ne? Genau. Säurefabrik, jetzt haben wir unsere eigene Säurefabrik. Jetzt können wir die ganzen kleinen Kinder hier hinschicken. Ich setze sofort die Space Frogs an die Macht. Ja. Ach ja. Ach so, ja, jetzt haben die Spur verloren, das ist natürlich klar. Wahrscheinlich wegen der Nachbarn. Weil die gerade so laut sind. Ja, ich bin ja quasi von dem Regen in die Traufe, was das angeht, was die Nachbarn angeht. Also ja, heutzutage irgendwo, wenn man in eine Mietwohnung zieht, da irgendwie da dem solltest du nachgehen. Ruhe zu haben. Oh, okay. Sag mir, was du weißt. Das ist halt anscheinend Wunschdenken. Vorräte fallen vom Himmel, Dani. Und wir wollen sie haben. Ja. Sei zuerst da und schnapp sie, bevor dir das Militär zuvorkommt. Danke. Ach komm, das kriegen wir auch so hin. Ja, wie gesagt, das ist... Aber Hauptsache, ne? Das pendelt sich hier dann langsam ein, dass ich hier so wenigstens meine Ruhe habe. Momentan sind sowieso spezielle Zeiten. Nee. Jetzt bist du Teil unserer Sache. Ich war schon von Anfang an Teil eurer Sache, aber gut. Halt dir bloß die Augen offen. Es ist arschgefährlich. Ja, du. Ich hab schon Schlimmeres erlebt. So, das müsste dann ja da vorne drin sein, ne? Hier ist ja auch noch irgendwo ein Ausrufezeichen. Dankeschön. Was hast du für mich? Dani, Castillos Leute haben einen weiteren Kontrollpunkt errichtet. Warum stattest du ihnen nicht einen Besuch ab und zeigst ihnen, was Freiheit bedeutet? Kann ich machen. Danke, danke. Genau, das müssen wir auch noch alles holen. Die ganzen Informationen und so, ne? Damit wir hier die Karte so ein bisschen klären können. Ne, dann sind auch alle beeindruckt und, ja. Ich weiß zwar nicht, was wir davon haben, aber alle sind beeindruckt.
Ah, das ist dann hier unten, ne? Ich möchte aber gerne hier oben noch, hier in dem Bereich noch gerne clearen. Oder habe ich schon? Ne, hier ist noch ein Dings und hier ist noch ein Kontrollpunkt. Hinterhalt und Kontrollpunkt, genau. Was habe ich hier oben noch? Weil wir haben ja auch noch nicht alle Schreine geplündert. Aber hier oben anscheinend schon, ne? Ja, falls ich nochmal einen finde. Ne? Nehmen wir mit. Ja. Gut. Hier einmal den hier. Machen wir mal so. Aber ich habe heute dafür schon viel geschafft. Ja. Ist doch wenigstens Spaß. Auch außerhalb des Spiels. Tatsächlich. Ach, ich muss gleich mal Kaffee trinken. Boah, kalt ist. Ich glaube, wir können ja auch irgendwie die Straße folgen, ne? Ui. So krass immer noch. Also ich finde es immer noch sehr viel. Oh. War ich das jetzt? Nein. Okay. Leider abbremsen, okay. Also ich glaube, ich fahre gerade wirklich nicht selbst. Das ist gerade die KI. Erkennt man vielleicht auch. Aber mein Kaffee ist noch ziemlich heiß. Oh! Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das... So. Lass mich mal selber fahren. Nein. Gleich wieder. Ja. Fährt er jetzt alleine? Jetzt endlich der fährt... Nein. Okay. Oder? Nein. Gut. Ich habe das gerade nicht ausbekommen, deswegen... Ich wollte wieder alleine fahren. Ich trinke ja gerade keinen Kaffee, deswegen... Ja. Aber bremsen wollte er sich jetzt auch gerade nicht lassen, also so abbremsen, deswegen... Ach, hier. Entschuldigung. Ich muss mal hier parken. Ist gerade ein Hinterhalt geplant, ne? Super. Gucken wir mal, was die da holen wollen. Ah, ich muss mein Headset mal wieder richtig machen. So. Ich verziehe das ja immer so ein bisschen, wenn ich was trinke. Die Guerrilleros scheinen Verstärkung zu brauchen. Ja. Ich mach mal kurz hier, nee, kann ich gerade nicht nachladen, ne? Okay, dann doch. Achtung, Flammenwerfer. Mit wem redest du? Nur mal so als Frage. Da stehen. Oh, jetzt muss ich auch noch nachladen, ey. Nervig. Wo willst du hin? Ach, der haut ab. Okay. Na dann. Ja, ja. Ja, ja. Komm, lösch das Feuer. Wie könnt ihr? Ich suche eine bessere Position. Ah, stirb doch. Ja, ich bin jetzt auch. Ah, ist er zurückgekommen? Ach, wie süß.
Luftunterstützung! Wir müssen warten, bis er da irgendwie... Nein! Wieder verzogen. Ach, wer schießt denn noch hier auf mich? Ach. Ja, zwei Heavies. Oh, super. Au! Denkt er denn, wer er ist? Okay, warte, wo ist der andere? Da. Warte, mal kurz heilen. Ich glaube mal, ne? Sie ist ja da ganz cool. So, dann haben wir das wenigstens schon mal. Ja, das ist natürlich die super beste Waffe. Okay, jetzt habe ich dich abgeschossen. Ich habe ihn erwischt. So, jetzt muss ich gucken, wo der andere ist. Da. Natürlich haben die hier irgendwie so eine... Wo sind die? Ach, da. Selbstschussanlage, wollte ich sagen. Kannst du mal bitte? Danke. Okay. Hier ist wieder schon so ein Gerät, ne? Was? Ach, da vorne, oder wie? Ach, die kommen hier mit dem Boot an. Okay. Ja gut, die müssen wir ja nicht zu uns holen, ne? Das ist ja nicht, nicht zielführend. So, was haben wir hier noch drin? Ach ja, okay. Munition. Medizin, das können wir alles gut gebrauchen. Das können wir nachher verticken. Ah, sehr schön. Warte mal, hier ist noch irgendwo was. Hier ist noch mal irgendwo was. Oder ist das im Obergeschoss quasi oben auf dem Dach? Hier war doch irgendwo, da vorne war eine Leiter. Kann auch da oben sein. Warte mal, ist da irgendwie... Ja, da oben sehe ich Punkte. Und da ging ja auch die, Seilbahn von weg. Nö. Ich muss nur gucken, wie ich halt da hochkomme, aber das... Sollte eigentlich nicht das Thema sein, ne? Weil ich meine, die sind ja auch irgendwie hoch. Oh ja, eine Treppe. Ja, eine Treppe ist halt immer sehr praktisch, ne? Treppen sind da doch sehr, sehr gut geeignet für, um nach oben zu kommen. Ja, das hätten wir. Das nehme ich mit. Ich denke mal, das ist wieder sehr gut gelaufen, ne? Also, na gut, sehr gut, aber einigermaßen gut. Ja. Ich glaube, meine Nachbarn haben mir zugestimmt. Es kam so ein kleines Poltern von oben. Ich glaube, die haben gesagt, ja, sehr gut gemacht. Ach, hier ist noch was. Oh Gott. Sehe ich die erst. Hier oben sind noch ein paar... Ja, wie nenne ich die? Eisbecher, ne? Habe ich die ja immer genannt. Eieiei. Ach. Huch. Ich brauche was mit... Ja, ich bin schon da. Hier ist deine Karre. So danke. Gut wie neu. Ja, das weiß danke. Ich zu schätzen. Buena. So, dann wollen wir mal. War jetzt gerade aus Versehen, aber gut. Nehmen wir mit.
Hauptsache, wir haben ein bisschen Radio, ne? Und ich glaube, wir können ihn auch ganz gut gebrauchen, weil wir gleich die Dings da vorne machen, ne? Oh, warte mal, ich habe schon wieder zwei, ne? Ich habe schon wieder zwei. Ich wollte schon sagen, so weit war das auch wieder nicht entfernt. Der andere natürlich, aber der hier nicht. Okay. Wow. Bisschen hochgelegt das Auto, ne? Manchmal sieht man hier die Straße gar nicht. So, ich mache mal meine eigene Straßensperre. Den Alarm sollte ich ausschalten. Ach, das ist gefährlich. Hier guckt eh keiner hin. Dann versuch doch mal Verstärkung zu rufen. Ja, das wird wohl nicht mehr so klappen, ne? So. Hat gerade in unsere Richtung geguckt. Attention, muchos muertos aquí. Ja. Gehst du auch zu denen? Ach komm. Ah ja, okay. Ich wollte schon sagen, mehr gibt's nicht, ne? Sehr schön. Haben wir mal wieder sehr leise gemacht. Hier diesen Stützpunkt erobert, ne? Bis auf den... Ja, gut, das Schild haben wir ein bisschen lauter weggeballert, aber... Ist ja meistens auch so, ne? Genau, unser Wagen steht da immer noch. Ist sehr schön. Nur ein bisschen beiseite gefahren worden. So, packen wir den mal beiseite. Moin! Was geht's? Vorräte fallen vom Himmel, Dani. Ach, nicht schon wieder. Wir wollen sie haben. Ich weiß. Sei zuerst da und schnapp sie, bevor dir das Militär zuvorkommt. Oh, ich habe schon wieder eine Herausforderung abgeschlossen. Ja, das schaffe ich hin und wieder mal und dann gucke ich nicht nach. Doch, hin und wieder, aber ja, gut, nicht so häufig, ne? Also nicht bei jedem. Was? Was macht ihr denn hier? Ach, das ist nur einer von denen. Na dann... Aber ihr sollt hier doch nicht immer so rumballern. Ach, hier ist noch ein Schlüssel drin, ne? Was haben wir hier noch? Eine Karte. Damit wir die ganzen Depots finden. Genau, das wird ja jetzt auch alles aufgedeckt. Genau, das können wir verkaufen. Da brauchen die Leute alles. So. Okay. So, dann gucken wir mal, was wir hier oben noch alles haben. Ein bisschen näher... Oh. Näher ranzoomen wollte ich gerade sagen, aber... Ja, ich nehme mal das Kleine hier, ne? Ich glaube, das kleine Gefährt ist immer ein bisschen mobiler. War ja auch nur zu sehen, dass ich den großen Brummer hier geholt habe. Ja. Na, kannst du joggen? Also schnell wie ich bist du trotzdem nicht, ne? Okay, da vorne soll es sein. Dann holen wir das mal.
ja immer ab, ne? Können wir uns hier wieder ausrüsten. Falls wir hier auf Gegner treffen. Wovon ich erstmal ausgehe. Weil es ja hier ein Sperrgebiet ist. Nimm die mal mit. Ich höre sie. Ich habe auch ein paar gesehen. Mal mit dem Handy mal ein bisschen. Warte. Natürlich der erste, den ich abscanne. Findet mich auch. Ja, sei mal abgelenkt. Das passt mir ganz gut. Oh, das waren nur die beiden. Okay. Ich wollte gerade sagen, das passt mir ganz gut, falls hier noch welche sind. Aber anscheinend ja nicht, ne? Ach, da. Gut, nehmen wir auch alles mit, ne? Gut, dann gehe ich mal wieder. Scheiß Pulver haben wir ja jetzt. Ne, mehr wollten wir auch nicht. Okay. Hier vorne haben wir geparkt. Können wir gleich wieder aufsteigen. So. Einmal zur Karte. Rangezoomt habe ich noch. Oh, hier oben ist noch ein bisschen was. Oh, hier oben ist noch ganz schön viel. Warte, ich möchte mal kurz hier die... Ah ja, okay, das ist die Abgrenzung. Wenn wir das hier als nächstes mit... Oder die beiden. Okay, einmal hier lang. Oh, ja, die haben auch mal wieder mit der wilden Natur zu kämpfen. Nicht nur wir. Auch die werden angegriffen. Dann wollen wir mal hier hoch. So, ich pack mal hier, ne? Oh! Achso, ich dachte, das wäre wieder so ein... Nee, das ist wieder so ein Apparat, ne? Gut, dass Yara sich nicht manipulieren lässt, das sehe ich aber anders. Man kommt immer drauf an, wer manipuliert. Der Manipulator behauptet natürlich, dass der andere manipuliert. Ist ja klar, ne? Ja, wenn man selber manipuliert, ne, dann will man ja nicht das andere wissen, dass man manipuliert. Ist man ja ist man ja dann der Gute. Und alle anderen sind böse, weil sonst geht das eigene, ja, nicht... Okay, hier war ein Hahn. Sonst geht ja die eigene Meinung nicht auf, ne? Sonst geht das ganze Konzept ja nicht auf. Das müsste man ja zugeben, dass man selber eventuell auch nicht so gut ist, wie man sich gibt. Okay, jetzt habe ich es aber, ne? Gut, hier ist noch einer. Da sind wir vorhin dran vorbeigefahren. Na, das nicht. Sondern die Medizin, ne? Was er jetzt redet, ist halt ein bisschen doof. Uhu! Auf unserer Seite. Yay! Und den Rest wollen wir nicht hören. Das reicht mir. Das reicht mir, dass er sagt, dass wir auf einer Seite stehen. Also Clara Garcia, Libertad und so, ne? Dass das eine Seite ist. Eine Seite der Medaille.
Und dadurch, dass ich dabei bin, ist das die Seite, die oben liegen wird. Ne? Tja. Du kannst doch so berühmt aussehen. Also ich mag den Schauspieler wirklich, ne? Ne, aber das bringt ihm halt nichts. Oh, ich mag übrigens auch diese Werbung mit ihm. Wo man dann als Spieler so herausgefordert wird, das finde ich sehr cool. Das ist mal wieder was, wo man mich voll mitkriegt, ne? Ja, ich weiß auch, es war es auch abgezielt. Conron, ich bin in den Büros von McKay Global. Ah ja. Ich wusste gar nicht, dass sein Laden so riesig ist. Allerdings, der Yankee macht seine Geschäfte dort, am Hafen und in der Hauptstadt. War doch klar. Ob McKay gerade hier ist? Gilbertus Leute sagen nein, aber wer weiß. Wenn du dem Yankee je über den Weg läufst, grüß ihn von mir mit einer Machete. Ja. Krieg ich hin. Nee, das war doch klar, dass der so groß ist. Ist das ein bisschen leise hier. Wir sind hier im Büro. Mal ehrlich. Haben ein bisschen Respekt hier, ne? So. Das nehme ich auch noch mit. Ja, ich habe es gesehen. Da ist noch so eine kleine Kiste. Ist die hier vorne? Bei ihr? Nein, aber ein Zettel. Hingekritzelte Nachricht. Lest das und weint, eure Tage des Kritzelns mit Stift und Papier sind vorbei. In Kürze trifft ein Killercomputer bei euch ein, gefüllt mit CPUs und USBs und ATVs. Dankt mir später, Chicas. Ihr werdet ihn lieben. MK. MK. Das musste sein. Okay. Ach, jetzt wollen die hier die ganzen Computer einbauen, oder wie? Gerade so ein bisschen hier in Umbaumodus. So. Komm. Gehen wir mal nach draußen und gucken, ne? So, was haben wir denn hier? Ah ja. Natürlich haben wir überall was zu mitnehmen. So, das habe ich schon mal gefunden. Das ist schön. Was haben wir denn hier? Ach. Was? Ne, ist leider nicht hier. Sonst wäre er wahrscheinlich hier oben. Ich habe aber gerade eine Schlüsselkarte gefunden, die vielleicht eventuell interessant werden könnte. Jetzt muss ich nur noch die Tür finden. Ah ja, das stimmt. Das war der hässliche Dude hier, der das arme Kind abknutscht, ne? Ein hässliches Oh, wie schön. Oh, ich mag es ja, wenn sie genau das ausspricht, was ich ja auch irgendwie, ne? Ja. Wenn wir so auf einer Linie sind, das ist sehr cool. Ich meine, sie wird jetzt nicht anfangen, ihm Komplimente zu machen, aber es war halt jetzt sehr passend, ne? Vom Zeitpunkt auch. Dass sie ihn halt auch so abstoßend findet, ne? Gerade jemanden gehört. Psst. Ich wollte halt auf Nummer sicher gehen, ob er auch wirklich ein Feind ist. Weil manchmal arbeiten hier ja auch einige von den Paria. Alter, kommst du denn jetzt her? Ich wollte gerade lesen. Hingekritzelte Nachricht. Okay, Leute, ich habe euch einen hochmodernen Computer der Spitzenklasse bestellt. Den besten der Welt. Jemand aus der IT-Abteilung wird ihn installieren, wenn er eintrifft. Also hört auf, euch zu beschweren und sorgt dafür, dass er für immer für mich bereit ist, wenn ich euch besuche, MK. Was für ein Schnulzentyp, ne? Das ist richtig... Ah, nee, ey. Widerlich. Geh jetzt. Klappe. Gib mir meinen Pfeil wieder. Er soll ja wissen, dass ich hier war, ne? Ich muss noch die Tür finden, ne? Hier war doch irgendwo noch, sollte doch noch eine Tür sein. Ich habe ja schließlich einen Schlüssel gefunden.
Oder sollte ich nochmal in sein Büro gehen und da gucken? Oh, hier wird noch gebaut. Okay, hier ist das Treppenhaus. Das ist nicht das, was ich suche. Mhm. Warte mal. FA2? Okay. Dann ist da so ein Kreuz. Hat das was zu bedeuten oder ist das einfach nur... um mich in die Irre zu führen. Der Feuer ist offen. Achtung! Ist das das? Meine Güte. Was macht denn der auf einmal hier? Ah, warte mal. Stand doch gerade was von FA2, ne? Ach. Okay, jetzt haben wir doch ein bisschen mehr verballert, als nötig war. Wo steht denn hier FA2? Hm. Oder war das hier hinten? Warte. Hier bin ich doch auch irgendwo durchgekommen. Ne, hier stand gar nichts, ne? Ja, vielleicht ist es auch einfach... Oh. Hä? Es ist gerade ein bisschen verwirrend, ne? Ach, vielleicht sind das nur... Ja, gut. Könnten natürlich auch nur Zeichen sein, wo die alles hinstellen sollen. Ich bin immer halt davon überzeugt, wenn da irgendwo ein X ist und dann da irgendwelche kryptischen Zeichnungen und so, da muss das irgendwie was damit zu tun haben, dass da irgendwie ein Schatz ist und so, aber... Hier irgendwie... Hm. Guckt sich ja dann trotzdem nochmal um, ne? Warte, ich komme da hoch. Glaube ich. Ich habe ja schließlich einen Schlüssel gefunden. Oh. Hier wäre ich auch so raufgekommen. Okay. Oder rein, je nachdem. Ich habe noch keine Tür gefunden, wo der Schlüssel passt, ne? Hier ist ein Heli-Dings. Gedöns. Wo er mit dem Heli landen kann. Aber ansonsten... habe ich hier nichts gefunden. Hier ist auch nichts mehr, ne? Aber wofür ist der Schlüssel? Wo finde ich nochmal die ganzen... Ich sollte vielleicht ins Inventar. Warte, Schlüssel. Schuppenschlüssel. Nee. Hm. Okay. MK-Pipeline. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas davon wird es wohl sein, aber... Ich finde jetzt auch keine Tür. Also wenn wir mal irgendwann mal eine Tür finden, dann können wir den Schlüssel benutzen, aber... Solange ich die Tür nicht finde, bringt es mir auch nichts, glaube ich, die Bezeichnung zu wissen, oder? Hier ist halt keine Tür. Also Türen, aber keine verschlossene, ne? Wo ich halt so eine Schlüsselkarte für brauchen könnte. Und ich habe mich halt eigentlich schon überall umgeguckt, wo ich hin kann, ne? Hm. Okay, gut, dann gehen wir woanders hin. Ich meine, wir haben ja noch genug zu suchen. Und wenn hier sowieso nichts mehr ist und so, ne, dann ja. Brauchen wir auch nicht unnötig hier so langlaufen. Ich habe doch hier irgendwo geparkt. Da.
Da vorne. Yes. Na komm. Let's go. Dann kann ich gleich mal gucken wegen der Zeit. Ich meine, müsste der Part vorbei sein. Aber wie gesagt, gucke ich gleich mal, ne? Einmal hier die Karawane überholen. Das sind jetzt schon geile Sachen. So. Wir fahren tausende von Wagen vorbei, aber mein kleines Quad, ne? Deswegen muss man, wer ist da, sagen. Okay, pass bloß auf, Dani. Ach komm. Okay. Okay. Ist ja auch immer was wir gebrauchen können. Nö. Okay. War nicht so intelligent, aber ich habe nicht gesehen, dass da ein Glas... Ich hätte es mir denken können, aber... Ich bin nicht hier. Ich bin nicht hier. Boah, jetzt riecht sie nach Essen, ey. Ich könnte echt gerade... Ich könnte auch was vertragen. Jetzt riecht sie im Haus nach Essen. Okay, dann gehe ich jetzt mal wieder hier rüber, ne? Ja, komm. So, das ist ja nur noch hier Dingsmaterial und das haben wir ja gerade genug. Da können wir auch noch an anderen Stellen das abholen, ne? Aber ich habe mal nachgeguckt. Ich würde mal sagen, ich werde den Part ab dieser Stelle hier beenden. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bye!